Mach mal Löffel. Wer löffelt? Mach mal Löffelchen. Solange ich der große Löffel bin. Ja, hör mal. Du wirst für mich immer der große Löffel. Schau mal, wie groß mein Löffel ist. Ja, der Löffel ist riesig. Riesig. Bam. Bam. Ich habe gehört, nochmal zum Verständnis. Meine Freundin sitzt seit 4 Rennen hier und ich bin seit 4 Rennen nicht schlechter als 2 gefahren. Und ich dachte, dein Penis, der wird hart. Aber okay. Der wird hart. Weil Silvi heißt nicht von der Fahrt. Ole! Oh. Achso, ich bin schon wieder am Haus. Du bist schon wieder. Mercedes. So, what's next? What's? Goldberger. Und du denkst, warte, du denkst. Mir du denkst. Du denkst, aber wir wohnen jetzt in Italien. Und du denkst. Aber du siehst, die wissen ja alle, wo wir hin müssen. Aber. 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 Ist ja quasi schon nichts mehr. Europa ist vorbei. Ist quasi vorbei. Ja? Und wenn alle denken, Europa ist vorbei, dann packen wir mir den großen Preis von Europa oben drauf. Brenz Hedge, meine Damen und Herren. Auf Europa. Auf Europa. Prost. Wir packen jetzt Europa um drauf. Habt ihr die zwei Special Strecken gefühlt in 3 Rennen hintereinander? Nein. Man muss auch schon mal die Specials feiern, wie muss sie kommen. Ja. Ja. Machen wir es so. Machen wir es so. Also Leute. 3 Doppelsiege in Folge. Ist die Serie jetzt mal Christ? Alter, von Platz 8 starte ich. Ist das euer Ernst? Für die Leistung starte ich auf Platz 8? Alter, ich bin schief in der Kurve. Das ist ja Scheps. Brenz, tu da Hitch mich nicht. Oh, geht schon los. Ah, ich hab vergessen auf Gas zu drücken. Zählt, Restart. Ich hab vergessen auf Gas zu drücken. Ja, ihr konntet nicht führen. Boah. Brenz, tu da Hitch. Alter. Wie Position zurückgeben! Und Alonso ist raus, das wird nichts zum Doppelsieg. Gott sei Dank war es nicht mein Fehler. Und Alter, du. Boah, das war so knapp, Alter. Du hast den Raikön abgeschossen und ich wäre fast reingefahren, Alter. Das war so knapp. Muss man hier bremsen? Du willst eh vollgas. Entschuldige, ich gebe Gazongas! In Brenz Hedge Part 14. Vollgas. Okay, und ich habe die Kurve da. Alter! Rougeau! Romain! Alter, wo fährst du hin? Ist los mit dir? US ist nicht mehr. Ja, meine erste Runde war mir so scheiße. Weil meine Raikön, den du umgebracht hast. Ah, oh, fucking Bullshit, ey. Dein Tatch ist auch mehr so in 2 Kurven erledigt. Da sind die auch gefühlt früher 100 rumgefahren, weil die Strecke war. Oh, du Scheiße! Alter, wo fährst du hin? Wie Überholverbot ist schon, wenn ich jetzt irgendwann du Scheiße baust, ich nicht wiederholen darf, ne? Bringe ich jemand um. Wen auch immer. Ja, Grand Prix von Europa ist jetzt schon eine scheiß Idee. Alter, hier ist Verkehr. Ja, allerdings, ey. Ich hab mehr Verkehr als in Blondies Bett, was ist denn da los? Jawohl. Das ist auch nicht schwer. Ja, und da hab ich die Strafe. Echt? Ja. Und das auf dem Kurs, auf dem du so scharf warst. Ja. Das also, aber ich. Aufs Treppchen komme ich, wenn ich jetzt richtig gut konzentriert fahre, aber ich glaube, Platz 1 und 2. Ja, der Vettel gewinnt das Ding. Sind so. Also, Hamilton ist jetzt schon 10 Sekunden vor. 10. In Runde 3. Das Ding ist so durch. Hamilton und Vettel werden das wohl machen, wa? Sehr traurig, dass der Vettel gewinnt und ich kriege eine Strafe. Strafe mal 2, wofür? Endlich passiert dir das, was mir auch die ganze Zeit passiert ist, ey. Endlich! Hör ich mal aus deinem weltmeisterlichen Mund, wofür? Danke.
sehr zufriedenstellend. Ja, ja, und da werde ich gerammt, Alter. Was ist denn kaputt bei euch? Zweite Hälfte der Weltmeisterschaft geht dir wenigstens wie mir. Dann habe ich ja sogar noch eine Chance. Außer der Vettel hat natürlich einen Vettel. Ja, der Vettel ist jetzt auch haushoch. Das Problem ist, dass der Hamilton halt auch so nah an euch dran ist. Gefühlt kann der Hamilton. Ist der Hamilton nicht sogar dann vorbei? Nee, ne? An dir noch nicht, aber sauknapp dann. Ich hab's gerade nicht so weg. Außer er gewinnt's noch. Wenn der einmal vorne war, die ersten dann habe ich ihn auch nicht kassiert. Wenn der da Bock hat, dann hat der Bock. Richtig. Bock hast du nicht. Das Problem ist, wie gesagt, ich komme auch nicht mal ansatzweise an den Hamilton ran. Problem ist, ich habe ja auch gerade auf die Kackzeit geguckt und dann dachte ich mir auch nur so, ne. Warum tue ich das? Weißt du, ich fahre immer gut, wenn ich mich weder von Chat noch sonst irgendwas ablenke. Das ist ja meistens so, ne? Ich habe 14 Sekunden auf Hamilton, ich würde sagen. Ich fahre meistens gut, ja, wenn ich mich nicht ablenken lasse. Schlafen mal drei. Okay, und Kevin ist raus. Kevin quittet quasi dieses Rennen, das hatten wir auch noch nicht. Selbst ich bin mit all meinen Strafen immer brav zu Ende gefahren. Ich bin immer in die Punkte gekommen. Also, nee, Quatsch. Einmal kurz. Ja. Brands Hatch bringt die Wende. Okay, ich weiß nicht. Irgendwer ist mir hart hinten reingefahren. Ich krieg Gott sei Dank keine Strafe. Ausnahmsweise. Als hätten sie keinen Bock mehr auf Strafen bei mir. Aber dachten sich, der arme Junge kassiert so oft. Das lassen wir mal. Ja, irgendeiner ist mit mir da hinten reingefahren. Ich kann nichts für. Ich glaube, das war der Restaurant. Nee, das ist nicht der Grund. Ja, das ist wahrscheinlich. Ino, der Weber gewesen sein. Nee, Weber war es nicht. Also, ich habe es jetzt nicht erkannt oder so, weil da war nicht viel zu erkennen. Ja, gut, Doppelsieg wird es eh nicht, weil ich den Alonso ja abgeschossen habe. Aber ich werde auch einfach mal war dann. War der Weber? War der Weber? Okay, irgendeiner hat mich auch gerade hart an die Wand gedrängt. Alter, nimmt ihr mir das Treppchen? Nimmt ihr mir das Treppchen? Vettel ist schon im Ziel. Ich bin gefühlt noch die halbe Strecke hinten. Nein, nimm den Button! Ah, der Jensen, dem kann ich ja gar nicht böse sein. Ah, ich kann dem Jensen gar nicht böse sein. Auch wenn er mir sehr wichtige Punkte nimmt. Vierter ist absolut zufriedenstellend. Und du wirst Letzter, das hat noch nicht mal ich geschafft. Einmal. Ah, wie ärgerlich, dass der Button mich noch überholt hat. Der hat mich da so ein bisschen an die Wand gedrängt und dann habe ich es noch wahrscheinlich noch weggeworfen. Das ist der bitterste Tag in meiner F1-Karriere. Ist er das? Ja. So scheiße warst du. Hätte ich mal scheiß Ding benutzt. Der Jensen hat dir das Treppchen nicht weggenommen, eine Strafe gekriegt. Jawohl, ein Treppchen zum fünften Mal in Folge, Bitches. Oh, ist das bitter. Vettel vor Hamilton, ey. Vettel vor Hamilton tut echt weh, Mann. Alter, Bottas, Bianchi, wer da alles Punkte holt, ne? Das kannst du mal glauben. Alter, wer da ist? Ricciardo. Ricciardo. Ricciardo hat endlich... Charles Pick. Ist ja Weltklasse. Und du? Mit 40 Sekunden Strafe, Alter? Selbst Weber ist mit... Ah ja. Was habt ihr gemacht? Alter, plus Strafe plus 4. Läuft bei mir. Das hat noch nicht mal ich geschafft. Alter. Ei, ei, ei. Zum fünften Mal in Folge auf dem Treppchen. Who? The King. So, Vettel bekommt... Ja, das tut dir natürlich jetzt ein bisschen weh. Ja? Das tut mir sehr, sehr weh. Das tut dir sehr, sehr weh, wenn wir ehrlich sind. Der Hamilton bekommt 18. Und ich krieg keinen. Machen wir so. Im Moment. Stopp, warte. Was hatte er? Hamilton hatte 147. Heißt, er hat jetzt 157. Nee, Schwan. 157 plus 8. 67. Du bist noch vor ihm. Das. 147 plus 18 ist aber nicht 167. 65.
Ja, machen wir so. Ja, ja, passt. Das natürlich passt. Ja, es passt. Der Fossi! Besser spät als nie, wa? So, der Matza. Ups. So, was haben wir da? Bottas, Vierter? Endgeil, der Bottas. Der Bottas. Alter, der Bottas hatte bisher 7 Punkte, ne? Jetzt holt er 12. So viel dazu. Mach so. Bianchi, hatte der überhaupt schon mal Punkte? Nein! Bianchi hatte noch nie Punkte. Der holt 10. Alter, gefühlt jeder, der noch keine Punkte hatte, außer Clinton. Der Guido. Der Guido. Hülkenberg 8. Kommt auf glatte 90. Der Jean-Eric. Kaum, dass der Fussi da ist, der Jean-Eric auf 7. Das ist der. Hat er mit 9 Punkte. Wahnsinn. Nee, Entschuldigung, hat er 2, hat er 8. 4 für den Button, weil der Button es weggeworfen hat, scheinbar. Der Daniel holt zum ersten Mal 2 Punkte und der Pick zum ersten Mal 1. Damit 2 Leute noch ohne Punkte. Chilton und Guido. Richtig. Guido ist ein Punkt, ist eine Sekunde am Punkt vorbei. Schade eigentlich. Wäre witzig gewesen. Ich meine, waren 3 Leute. Dieses Europa-Rennen hat 3 Leuten, die bisher noch nie Punkte hatten, ermöglicht, Punkte zu holen. Und du bist raus aus Europa. Ja gut, Hauptsache, ich bin wieder auf dem Treppchen. Hallo. Das war quasi der Abschluss aus Europa. Das war der Abschluss aus Europa und der hat dich sehr viele Punkte gekostet, Alter. Jupp. 25, um genau zu sein. Ja. Ich hatte ja 5 Vorsprung oder so, aber trotzdem. Das war eine bittere Geschichte. Es hat ein bisschen wehgetan, könnte man sagen. Du hast dann... Es ist zwar alles möglich, weil der Vettel ja auch schon so viel weggeworfen hat, aber du bist ja auch schon sehr lange nicht mehr... Ja, ja, machen wir so. Jetzt, guck mal, keine schlechte Laune hier. Nimmer mehr.